und ich glaube am Wochenende sogar den roten Teppich für Herrn Vettel ausgerollt. Kann das sein? Yeah. Ihr habt zusammen gefeiert, ne? Yeah. Wie war's? Es war echt cool. Ja, ja, klasse, vor allem halt eben, dass so ein Dorf halt eben plötzlich im Mittelpunkt der Motorsportwelt zumindest steht. Lustig, ne? Ja, das ist auch eine neue Erfahrung. Wie ist er so als Typ, wenn man ihn so erlebt? Ganz, ganz lieber Kerl. Auch der Vater, also die ganze Familie scheint mir eine sehr, sehr nette, liebe Familie zu sein. Ja. Und ungefähr so groß. Kommen wir mal auf den Song Freiheit. Also ihr singt ja Facetten von Freiheit. Sind wir denn in Deutschland frei, eurer Ansicht nach? Was für eine Frage. Ja, ne, so eine Frage haben wir gar nicht. Wir haben mal Philosophie gleich. Aber mal nein, wir sind nicht frei. Wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein echtes Land. Mit dem 2+4-Vertrag sind wir aber... Es ist kein Friedensvertrag. Ja. Okay, jetzt wollen wir nicht ins Detail gehen. Fühlt ihr euch frei? Das ist schon bei Maischberger. Fühlt ihr euch denn frei? Das, also gerade im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Geburtstag und auch vor allem den vielen Meinungen, die man dazu gehört hat, ist es schwierig, dazu halt eben ein objektives Urteil zu fällen. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir als Musiker schon freier als andere Menschen, die halt eben sich dem Joch einer täglichen Arbeit halt eben